Das Problem war, keine Ahnung, der Jet vor mir ist explodiert, Alice hat ihn getroffen, der Jet ist runter. Okay, und Kiwi, auf einmal bin ich in die wir müssen Folgendes tun. Wir müssen ein bisschen Harakiri-mäßig durchgehen. Nein, schneller geht nochmal. Wir sind schon vorsichtig und schnell. Sonst verlieren wir Leben und davon haben wir nur eins übrig. Ja, das stimmt auch wieder. Okay. Konzentration. Jetzt aber ohne Witz, bei mir bist du am Berg angekommen. Bei mir nicht. Bei mir hat mich eine Rakete von hinten erwischt irgendwie. Du bist voll in den Berg geflogen. Und dann bin ich in die Luft geknallt. Aber volle Wäsche. Weil bei mir war doch der Berg meilenweit entfernt. Ich hätte locker ausweichen können. Einziger, was wir tun können, Björn, ist besser schießen, mehr Headshots verteilen und dadurch schneller werden. Ja, aber nicht unvorsichtiger. Weil dann haben wir eine also weniger riskante Flugmanöver am besten. Ich mache überhaupt keine riskanten. Ich bin bloß hinterm Jet hier, weil dann trifft er mich nicht. Dann lass das vielleicht bitte. Dann ist es wahrscheinlich höher getroffen zu werden, normalerweise. Okay. Es ist irgendwie so ein Balancierakt von was ist. Ja, das Problem ist, wenn du hinter dem Jet herfliegst, Alice soll den abschießen. Ja, ich weiß. Ja, genau. Lass oder ich flieg hinterm Jet einfach die ganze Zeit her und Alice schießt nicht mal ab, außer ich muss landen. Nein, Raphael, nein, das ist eine ganz schlechte Idee. Weiter, Gibi, fahr weiter. Ja, okay, ich flieg diesmal nicht hinterher. Achso. Hast du das nicht gesehen? Nee, irgendwie war es bei mir anders. Bei mir ist das hochgegangen. Okay, gleiches Szenario wie eben. Ja. Ich sag go, dann schießen wir. Okay. Ja, einer. Also ich bin diesmal ein bisschen schneller, ich hab jetzt schon den Bus. Das ist schon mal gut. Ich lasse mir einfach Zeit, ich spiele gerade mit Sachen vor der Webcam. Ja, das ist gut. Du spielst mit Sachen vor der Webcam? Okay, das ist gut. Ja, okay. Also, so genau wollte ich das jetzt nicht wissen. Was denn, eine Metall? Also, wie gesagt, Gibi, direkt losballern. Damit ich die Waffen holen kann, die Munition. Ich sag 3, 2, 1 und dann geht's los, okay? Okay, und dann nimm auch dann direkt den vor uns auch noch ins Visier, okay? Ja. Okay. 3, 2, 1, go. Okay, gut. So sollten alle. Achso, ja, oben. So. Oben ist noch einer. Du oben rennst vor. Einer. Ich gehe in meine Rolle. So. Hab ihn. Fuck jetzt nicht, okay, sehr gut. Scheiß drauf. Ohoho. Nicht zuerst. Nein, dreh dich nicht. Ah, dreh dich wieder zurück, bitte. Da. Da gleich einer, genau. Okay, ich wieder links zu rechts. Wir haben noch 5 Minuten. Ja. So, was soll sich ausgehen? Und go. Lieber ein Stückchen weiter hinten halten, dann kannst du dich von unten nicht verlaufen. Von da hinten geht es eigentlich ab mit der blöden Waffe. Oh fuck. Ja, ich hasse das auch, wenn du da. Okay, wir machen Folgendes. Gib mir Rückendeckung. Ich bin gerade wieder hochgeklettert, einen Moment. Alter. Oh, was mache ich da? Ich gehe direkt zu Ruyaskowski. Lauf, Björn! Lauf! Haben wir uns Zeit gespart? Vielleicht. Ich hoffe doch. Also ich bin noch oben. Ich hoffe, ich spawn jetzt neben dir. Vielleicht schaffe ich es direkt hinter den Stromkasten schon zu kommen. Nee, Björn, sicher spielen. Okay. Mach ich. Mach ich. Ich spiel sicher. Du stirbst gerade. Nein. Björn, bitte stirb nicht. Das ist mein Job. Niemand nimmt mir meinen Job weg.
Ja, wäre noch gut, wenn du mal... Das hat funktioniert. Wenn du mal aufhören würdest zu sterben, bitte. Ey, beim letzten Mal konnte ich echt nichts dafür. Hört auf, euch Vorwürfe zu machen jetzt. Wir haben doch sonst nichts zu tun. Ich habe alle James Locke hier umgelegt. Oh nein. Fehlermeldung. Okay, GTA funktioniert noch. Oh, das wäre jetzt auch noch gewesen. Scheiße. So, nope, kein Bock mehr. Hey, das Weinwort-Schild. Okay. Ja, nicht trouble, nope. Alice, wie schaut's bei dir aus? Ich töte jetzt die Leute und dann steige ich in den Hubschrauber. Yo, ich versuche noch ein bisschen rauszuzögern. Ich komme noch nicht so nah. Fuck! Nein, okay, ich habe noch Zeit. 2 Minuten 40. Der ist tot. Dann Scheiße, daneben geschossen. Okay. Ich hovere mal hier vorne rum. Überm Teich. Sterbt! Sterbt, Yasis! Alter, was ist denn los mit euch? Da müsste bestimmt nochmal eine Schutzweste kommen, da hinten. Baum, mitten im Baum. Ja, hab ich. Hab ich. Bleib mal kurz stehen, damit sich meine Lebensenergie ein bisschen auflädt. Wieso überlebt ihr den Kopfschuss denn da? Los, ey! Seid ihr behindert? Sorry. Oh Gott. Fast gestorben. Puh. Oh. Okay, bin im Hubschrauber. Nice. Okay, ich brauche auch bald neue Muni. Dann kann ich langsam kommen. Ich kann auch mal einen Sniper verwenden. Ich habe ja noch all meine Waffen. Gibi! Da kommst du jetzt auf die Idee. Du sagst ja auch nichts. Eigentlich hätte ich mich zum Wärter machen sollen, da hätte ich eine Panzerfaust, ich Idiot. Jetzt sagt er, hat all seine Waffen. Ja, eine Panzerfaust wäre praktisch da drin. Okay. Ja, natürlich. Ich versuch den Jet abzuschießen. Hi Gibi, hi Björn! Hi. Oder ist noch einer irgendwo? Wo ist der? Versuch den Jet bitte fernzuhalten. Du sollst nicht über das Gefängnis fliegen. Ah, fuck! Direkt der schießt ja schon auf mich! Lass das bitte, Raphael. Ich wurde auf einmal beschossen. Ich hab's durchs Reden nicht gehört auf einmal. Ja, du darfst nicht über das Gefängnis fliegen. Ach, war das vom Gefängnis aus, oder was? Ja, du musst aufpassen. Nicht über das Gefängnis fliegen. Ich hab gedacht, das war schon der Jet schon, aber ich weiß nicht mal, wo der Jet ist. Der Jet ist da hinten in deine Richtung. Ah, okay. Du musst aufpassen, der Barrikade hier vorne. Ich hab ihn zwar getroffen, aber... Oben kommt noch einer. Oder unten. Ich weiß nicht, ob das... Strömungsabriss! Oh, pass auf, gell? Ich schieße jetzt dann gleich. Wenn ich den Nagel mitmache. Ich bin weg! Ich hab keine. Neue Idee. Hochfliegen. Da war der Chill auf einmal. Ja, der ist weg. Läuft. Oho, okay. Da kommt wieder welche. Vorsicht. Oh, ja, ich versteck mich da. Wie schaut's mit dem Jet aus? Er fliegt noch. Du musst ein bisschen Lebensenergie regenerieren, Björn. Ja, mach du. Okay, da ist der nächste unterwegs. Ja, ich versuche hochzufliegen, dann kann ich nach unten abtauchen, nämlich. Neue Taktik. Ja, aber bitte passen wir dann auf, okay? Ja, ich passe auf, keine Sorge. Nicht, dass du alles falsch machst, aber... Pass auf! Ja. Besser und meine Rakete auf. Oh, ich hab nicht... Ja, das waren eure beide Raketen gerade, glaube ich. Ich muss kurz warten. Unsere Raketen getroffen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind zwei neben mir vorbeigeschossen. Oh Mann, stirb doch. Vorsicht, ich schieße. Ich hab keine Munition mehr. Du meinst, der stirbt zu langsam. Ja. Gibi, hast du noch Munition? Weil der will nicht sterben. Ich mach's nicht mehr, keine. Also, entweder sind das dauernd deine Raketen, die am Jet vorbeifliegen. Hast du ihn? Oder der Jet trifft echt gut teilweise. Aber da hinten ist noch einer um die Ecke. Okay, aber ich muss Waffen sammeln. Ja, nimm Vorsicht. Der müsste tot sein. Pass auf, ich hab geschafft. Okay. Ich glaube, das war's.
auf den Turm. Okay, wir müssen raus. Ich hab voll getroffen, oder? Wird er jetzt mal irgendwann abstürzen? Ich nehm den Bus. Der hat bei mir noch nicht mal geraucht. Kommt der Rashi? Ja, was denn los mit dem? Ja, da müsste kommen. Ist er unterwegs? Oh, wir müssen ihn abfangen. Oh, komm. Ich mach da vorne den Weg voll. Komm, Junge, komm. Komm. Auf. Ich gebe ihn. Ich fahre den Bus. Hi. Ja? Dann fahr mal. Wo ist der Bus? Da ist er. Okay, ab hinten rein mit euch. Sehr gerne. Seid ihr alle drin? Ich hab drei getroffen. Vorsicht. Keiner getroffen. Was ist denn los? Alter. Auf einmal das heißt, ganz andere Sachen. Wir sind im Anmarsch. Hol Roshis und den Bodentrupp. Okay. Genau. Pass aber auf. Dann würde ich den jetzt nicht um. Nein, ich versuche mein Bestes. Wo landen wir? Flugfeld? Flugfeld, natürlich. Okay, gut. So, wie komme ich da jetzt nochmal am besten hin? Ah, ja. Da. Ihr sagt mir, wenn wie nah ihr am Flugfeld seid. Oh, wir sind da. Ach, ich seid schon. Quasi. Okay, also wir können immer noch eine Runde drehen, aber du musst. Dann ich bin im Landanflug. Okay, von wo kommst du? Jetzt muss ich gucken. Ah, da hinten kommst du. Wir fahren, genau, nimm du das lange Feld, wir nehmen das kurze und kommen dann von hinten angefahren. Also, genau, du landest und wir kommen dann hinter dir angefahren. Ja. Und steigen dann so schnell, wie es geht, ein. Da ist Raffi. Genau, Alice gibt dein Bestes. I try. Okay, raus. Los, einsteigen. Bloß nicht in den Rollator, wollte ich sagen. Bloß nicht in den Rollator einsteigen. Okay, und sind wir alle drin? Los. Achtung. Vorsicht. Ja, sehr gut. Und jetzt nach rechts. Nicht übers Gefängnis, Ja, ja, ich muss bloß ein bisschen von den Helikoptern weg. Ich höre den hinter mir nämlich. Ja, sehr gut, Alice. Ach so, Alice, sehr gut, Alice. Ja, keine Sorge. Bei Raketen kriege ich mittlerweile ein bisschen Herzrasen. Okay, jetzt kannst du dich gut nach rechts. Ja, alles gut. Alles easy. Boah, ist das spannend. Die Sterne verschwinden langsam. Und viel zu lang, ey. Nein, das ist cool. Also ich muss auch sagen, der Gefängnisausbruch ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Highs bisher. Aber ich habe natürlich die anderen noch nicht gespielt, ich auch die neuen. Deswegen bin ich ja froh, wenn wir diese Heist-Missionen hier nochmal von vorne alle spielen. Ja. Da können wir das ganze Repertoire nochmal durchziehen. Und für uns ist es tatsächlich so, dass wir die zwei neuesten Heist, also die aus der Basis und die aus dem Casino, ja, alle noch nicht gespielt haben. Stimmt. Das ist richtig cool. Was war nochmal Basis? War das der Untergrundbunker? Ja, also nicht der Bunker. Also es wird wahrscheinlich auch eine Mission sein da im Bunker, aber die große Basis. Die große Basis. Also du musst ein bisschen runterfliegen. Fahr mal runter. Flieg mal ein bisschen runter. Weil wir müssen hoch. Ich bin eh fast nah. Ah nee, hoch. Das ist in der Luft. Wir müssen in der Luft aussteigen. Ja, das ist es. Die Höhe auf zu jetzt haben wir die richtige Höhe. Ja, das ist sehr schön. Fliege raus, kommt sie zur Absprungzone. Und auf alle Fälle, wenn wir rausfliegen, passt auf, ihr müsst den Fallschirm ziehen. Und bitte ordentlich landen. Und Alice, du musst ja auch landen. Ja. Okay, sammelt euch am Strand. Raus. Auf Wiedersehen. Wir springen automatisch. Was? Ich bin unterwegs. Ah, geht automatisch. Ich muss meine Brille abnehmen. So. Und Alice, versuch uns nicht zu erwischen. Bitte nicht mehr ins Rotor. Also bitte keine ab zur Bay, Jungs. Keine Versuche mehr. Oh, ich zieh mal den Schirm, lieber. Ja,
Weil du hast nur eine kleine Stelle, wo du landen kannst. Ja, das ist problematisch hier. Mhm. Alter, ist das Gibi da vor mir? Ich bin halt nicht so gut. Der voll abzieht! Alter, oder? Heil, Leute. Ciao, okay, Raffi. Brems jetzt, du Arschloch! Ah, geht mal ein bisschen zur Seite, dass Alice ein bisschen Platz hat. Aua! Ja. Weil sie braucht jeden Platz, den sie bekommen kann. Wo ist sie denn? Ja. Keine Waffen mehr gezogen. Ich würde gerne auch. Alle schön, schön an die Steine. Muss ich mit dem Motorrad sammelt euch am Strand, genau warte. Da landen? Ja, musst du. Oh mein Gott, ich hab direkt musst uns abholen. Gelandet. Also ganz, mach ganz vorsichtig. Einfach ganz vorsichtig. Oh ganz vorsichtig. Ich try my best. Okay, so viel zum Thema. Vorsichtig, steigt ein. Ja, meine Landung war sanft, oder? Ja, ich weiß noch nicht so genau, wie man eigentlich landet. Also ja, ist gut, aber du bist nicht gegen den Felsen geklappt, das ist die Hauptsache, weil das wäre jetzt gewesen. Dann wäre die Mission gleich vorbei leicht gewesen, ja, genau, geh gleich zurück, Vorsicht. Oh, Björn, geil. Ja, also Björn, ich bin dein, panisch. Dein Instinkt, wie beim letzten Mal, wo wir schon im Auto drüber geredet haben, ist echt ordentlich da. Was war ein Instinkt? Ja, weißt du, wo wir letztens im Auto drüber quasselt haben, das wurde so langsamer, ruhiger. Ja, genau, Wie nennt man das? Alterskonflikt? Älter. Altersparanoia? Nee, nicht Altersparanoia, das ist Erfahrung, Raphael. Erfahrung. Das ist die Erfahrung. Aber wir haben es geschafft, Leute, großartig. Muss ich dann wieder irgendwo landen? Es hat 50 Minuten gedauert. Oh, ja. Sind wir die ersten 45 Minuten hat es gedauert. Also haben wir wieder 4 Folgen. Ja, ich glaube, jeder Versuch. Also wir müssen dann versuchen. Aber wir haben es bestanden. Ich glaube, nicht jeder Versuch, aber ich teile das in 3 und den ersten... Gibi, das hast du dir verdient, diese Platin. 400.000 Dollar. Freigänger, Errungenschaft. Wir gehen noch ein bisschen die Pumpe. Ja, das ist großartig. Das macht ja Spaß. Wenn wir wenn wir das Bonus erstes Mal? 160.000? Ja. Habe ich auch bekommen. Nice. Achso, habt ihr alle 3 das zum ersten Mal geschafft? Mit dem Account, glaube ich, ja. Ah, okay. Ich bin Rang 124 mit dem Account. Rang 29! Ich sollte mir jetzt wieder. Alter Fall. Das heißt, jetzt gibt es nochmal eine kleine, schöne Party. Das ist auch echt das schönste Ambiente, um dann auch Tschüss zu sagen. Beim Eintritt der Sitzung ist ein Fehler aufgetreten. Nein, echt? Ja! Bei dir. Das ist. Bitte das gerne ist zu Grand Theft Auto 5 zurück. Okay, das heißt aber, wir kommen jetzt vielleicht schneller in den Ladebildschirm. Haben wir jetzt Raphael nicht mehr dabei? Da! Einfach nur ja, der macht seine eigene Party mit seinen 8 Millionen, die er noch über hat. Ja, ich kaufe mir jetzt einen Bunker. Habt ihr auch schon einen Widescreen? Du hast einen Bunker? Ich hab einen Widescreen. Ah, okay. Ehrlich, du hast einen Bunker? Ja, aber der war kostenlos. Bitte, Bunker was? War kostenlos. Ja, der Bunker war kostenlos. Ach, das ist schön, das war ein bestimmtes Geschenk. Ich habe ein Widescreen. Hat der Bunker nicht irgendwas mit 9 Millionen gekostet? Aber das kann sein. Das kann aber er ist auch am Arsch der Welt. Also von der ja, das ist normal. Die Bunker sind immer am Arsch der Welt. Und du hast eine Laserkanone drin. Ah, nicht alle, stimmt. Du hast eine Laserkanone drin, die kostet gleich einen Schuss 15.000 Dollar. Also ich hoffe, da passiert jetzt noch was. Ja, ich hoffe, es bleibt jetzt nicht die ganze Zeit. Ja, also das müssen wir jetzt noch. Also ich bin schon im Spiel, ich muss bloß gerade herausfinden, wie ich zur Hölle. Ah, ich sehe jetzt zumindest mal hier was aufkommen. Abklatschen! Party, nice. Leute! Mann, ich will auch. Schön. Ich bin im der Gefängnisausbruch, abgeschlossen. Aber du bist bei uns in der Cutscene dabei, also. Du bist in der Cutscene dabei. Toll, ich bei mir nicht. Ach, schade, tut mir leid. Aber, das war's. Hä? Wir haben's. Wie komme ich in den Multiplayer wieder? Wow! Raphael, sollen wir abmoderieren? Ja, ich würde sagen, wir moderieren ab. Willst du abmoderieren? Wir moderieren ab. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren. Und bei Raxamus und bei unserer Wenigkeit Gibi, Alice, mir. Auf Björn, Burn du hast Television. Das Wichtigste vergessen, wenn man abonniert. Ja. Die Glocke. Die Glocke, genau. Das ist aktiviert ja irgendwie schon das Wichtigste mittlerweile auf YouTube, diese scheiß Glocke. Genau, deswegen aktiviert die, damit ihr ja nichts verpasst. Und dann sehen wir uns bald wieder beim nächsten Heist in GTA 5 online auf Raxamus und Burn Television. Genau. Dankeschön fürs Zuschauen. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Es wird nie langweilig. Nein, es ist toll.
So. Schön. Oh. F. Everything changes.